Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator auf dem Weg nach Plymouth. So, wir fahren noch 15 Stunden und 3 Minuten. Ja doch, das sollte machbar sein. Oh, sorry, wir sind hier in einer neuen Aufnahme, rein theoretisch. Ja. Und noch 2 Folgen inklusive dieser. Und dann sind wir bei 100. Ich bin gespannt. Kommst du nicht vorbei? Das Knicken. Wie gesagt, in Folge 100 werden wir uns ein bisschen irgendwas, einen kleinen Auftrag suchen und ganz gemütlich für ja 1 bis 2 Stunden lang durchgehend in einer Folge gequetscht ja fahren, ne? Bin gespannt. So, hier müssen wir rein. Hey, ich bin müde. Wow, wow, wow. Diese Musik gefällt mir. Die ist actionreich. Ja. Ich bin schon so ruhig, ich weiß. Einkommen 813 Euro. Ja, wunderbar. Einen Moment bitte. Geht sofort weiter. Da, jetzt habe ich es gefunden. Ja, ich suche jetzt was zu trinken, weil ich will ja nicht immer anhusten. So. 48% Schaden, ey. Wo sollen wir denn da hin, hin, ey? Scheiße. Naja, was soll's. So. Sorry. So, und jetzt versuchen wir es weiter mit 48% an Schaden. Meine Fresse, ey, das geht doch nicht klar, Mann. Das ist voll uncool. Aber was soll's. Das Mut. Heißt, wir müssen auch mit 48% Schaden an der Zugmaschine müssen wir ja fahren, ne? Und eine Menge Geld verdienen. 48.000 im Endeffekt. Wie verdienbar. Ganzen Kredite und so abbezahlen. Das schaffen wir. Oh, ist auch getrennt. Cool. Finde ich gut. Fahrt doch, Leute! So. Da kommt ein Auto. Hier, komm, fahr vorbei.
Wunderbärchen. So. Ab jetzt werden wir mal so ein bisschen aufpassen, dass wir ja nicht zu viel Schaden noch bekommen, denn 11% an der Ware reicht vollkommen aus. Hä? Ups. Frontmontierung. Noch Rundumleuchte und das. So. Wow. Wir dürfen hier nicht überholen. Heißt, wir werden dieses auch nicht tun. Leute, 50. Ey, geht ihr mir damit auf den Sack, ey, ganz ehrlich. So. Oh, wann kommen wir hier vorbei? Erstmal wohl nicht. Muss auf Fehlfunktion. Wunderbar, dass mal eben so einfach so der Wagen ausgeht und nicht wieder angeht. Also finde ich ja klasse. Hallo? Hallo, starte. Hallo. Hey. Ah, jetzt. Oh, ihr Ernst, das ist jetzt so. So, sorry, dass ihr warten musstet mal wieder. Ah, Mann. So. 12 Stunden, 57 Minuten sind wir da. Oh, Leute. Jo, da wartet ein kleiner Teil von Autos hinter mir. Was soll's? Einkommen 1700 von Patricia. Oh Mann, ey. Mitkommen. So will ich das sehen. Oh, was ist denn Ernst? Meine Fresse. Kann nicht mehr normal sein jetzt. Jetzt dürfen wir diese scheiß Fahrt unser LKW erstmal heile machen, damit wir auch nicht weiterfahren können. Ax. Na gut, was soll's. Hm.
Wie fahren wir eigentlich? Das haben wir noch gar nicht geguckt. Ja, wir fahren einen relativ weiten Weg. Uiuiuiui. Da werden wir noch ein bisschen brauchen. Da ja wirklich das meiste wirklich Fahrzeug ist. Ja, dafür kriegen wir auch gut Geld, also was will man mehr? Ja, sicher. Ich war ja auch gar nicht weit genug davon weg. Boah, mein Gott. Meine Schuld. Ey, ich krieg gerade voll den Rappel hier. Ich krieg gerade Rehren zu viel. Aber jetzt kommen wir, wenn wir vorankommen, kommen wir dann auch gut voran. Machen somit die Zeit, die wir durch die Motorfehlfunktion, ewigen Schaden und sonstigen Kack machen, machen wir damit wieder gut. So. Oh, ich sehe so viel. Hilfe! Noch anderthalb Folgen, dann sind wir bei Folge 100, Alter, dann haben wir schon 100 Folgen, alter Schwede, finde ich ja krass. Nee, also ich bin echt begeistert, da haben wir echt eine ganze Menge geschafft. 100 Folgen, alter Schwede. So. Tanken wir mal eine Runde. Einkommen von Lucy 468. Solange ist sie noch. Hier ist sie noch relativ billig mit dem Tanken. Besser als in England. Also machen wir das lieber jetzt. Definitiv. So. Oh, komm. So. So. Ach, jetzt fahren sie wieder 30 km/h oder was? Oh, Leute. Dann fahren wir mit Fernlicht und gucken, wie wir überholen können. Jetzt geben die Penner Gas. Oh mein Gott. So schwer kann es doch nicht sein, ey. Ich will die nächste Folge wenigstens noch ankommen. So. Ich darf nicht überholen. Toll. Mann, Mann, Mann. Ey, der Penner, der bremst mich aus. Und dann geben sie alle Gas. Das ist doch echt der reinste Horror hier. Noch ne, hätten wir nicht auffahren können. Jetzt können wir nicht überholen. Oh. Jetzt dürfen wir nicht mehr.
Also heute ist mir echt so eine, wie würde ich sagen, eine katastrophale Folge. So, wollen wir schnell vorbei hier. So, hier auch. Komm. Das war zwar jetzt nicht legal überholt, aber ja, was soll es? Wir müssen ja auch irgendwie so ein bisschen vorankommen. Ja, du bist müde, ich weiß, mein Kleiner. Oh Mann, immer dieser Husten, ey, das ist doch böse. An der nächsten Raststätte werden wir auf jeden Fall erstmal eine Runde schlafen gehen. Eine Stunde 32, 15 Stunden haben wir noch Zeit. Dann wollen wir ein bisschen Gas geben hier. Was wir natürlich nicht können, weil da wieder irgendwelche Leute im Weg stehen. Ey, das ist nicht normal, dass man immer hängen bleibt. Die haben so eine Anziehungskraft, so dass man, wenn man nah an den dran ist, dann zack, geht man rüber. Und das ist grausam. Mann, ey. Das raubt mir den Spielspaß gerade. Das ist doch kacke. Ah. Ja, hör auf zu gehen, Mann. Interessiert sowieso keine Sau. Mann. Boah, was stehst du hier so rum, Mann? Ja, fickt euch alle, ganz ehrlich, sorry, aber ey. Boah. Oh, wir dürfen weiterfahren, wow! Ich bin da begeistert, wann kommt die nächste Raststätte? Da hinten erst, ja gut, trotzdem fahren müssen wir bis dahin. Nur noch 10 Stunden und 25 Minuten, also ist ja bald soweit. Uiuiui. Also worauf wartet ihr hier? Sie werden müde, finden Sie eine Parkmöglichkeit zu schlafen. Ich persönlich finde Schlafen ja jetzt ja nicht so wichtig. Wie ihr sowieso alle wisst, ich schlafe nicht sehr viel. Überhol mal, ich überhol mit dir. So. Oh, das ist doch nicht der ernste Lage jetzt. Das macht sowas keinen Spaß. Ganz ehrlich nicht. Ey, warte mal. Das sind 16% Schaden an der Fracht, ey. Das gibt schon so viele Abzüge und da wird die Fahrt wieder unnötigerweise, weil wir unser LKW reparieren müssen, dadurch wird das ganze Geld, was wir jetzt verdienen werden, natürlich wieder drauf gehen. Oh, toll. Ah. Ja komm, fahr einfach, wir brauchen gleich mal die Tanke da. Ob wir dann noch eine Runde schlafen können. Sie werden müde, finden Sie eine Parkmöglichkeit. Ja, ich weiß, wo eine ist, aber ich muss erstmal hinkommen. Sonst kann ich ja schlecht schlafen gehen.
Klingt logisch, wa, Freunde? Noch 9 Stunden, 40 Minuten. Also sind wir ja schon bald noch da. Na komm. So, hier können wir wieder überholen. Wenn er uns vorbeilässt. Cool. Wer uns rammt, einer. Dann wäre ich hier richtig sauer. Ne, wir haben die Wand. Einkommen 328 von Lucy. Ja, wunderbar, wow. Demotivierte Folge ever, was los? Und meine Freunde, bald ist es soweit. Also bei von der Aufnahme her heute, für euch war es dann glaube ich erst vor 2 Tagen oder so ähnlich, oder gestern, ich weiß es gerade nicht, habe ich die 1000 Aufrufe erreicht, meine ersten, und werde somit dann jetzt langsam damit anfangen, meinen ersten Livestream vorzubereiten. Den Termin des Livestreams werde ich auf jeden Fall auf Facebook verbreiten, und ich werde ihn irgendwie auf meinem Channel ankündigen. Ich weiß noch nicht ganz wie, aber ich werde es machen. Ja, wie gesagt, wie ich es mache, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall werde ich es so ankündigen, dass es dann auch Leute wie ihr, die nicht in meiner Facebook-Liste sind oder sonstiges, das sehen können. Ja, nun komm. Hallo, wie weit sind wir noch davon entfernt? Wir sind noch fast da jetzt, komm. Schaffst du. Oh Gott. Ich liebe sowas. Boah, da fange ich an zu gehen, alter Schilde. So. Na, vorne ist schon die Tankstelle. Oder haha, schon. Ja. An der Tankstelle werden wir dann kurz eine Pause machen. Ich mache eine kurze Aufnahmepause, da ich noch etwas zu tun habe, schnell. Bis ich nachher weiter aufnehmen werde. So, jetzt natürlich kann ich jetzt Gas geben. Ah, was soll's. Schlafen muss ich trotzdem. So. Jetzt chillen wir uns jetzt hin. Und dann sage ich, meine Freunde, bis morgen zum Rest der Fahrt. Und zu unserer vorletzten Folge vor der Überlänge. Bis dann, tschüss.